Hallo und herzlich willkommen. Philosophie beginnt laut Sokrates mit dem sich wundern. Und tatsächlich hatte ich immer das Gefühl, dass die Tatsache, am Leben zu sein, etwas zutiefst Rätselhaftes ist. Und heute möchte ich euch die Gedanken des Philosophen Tim Freake näher bringen, der schon seit Jahren eine große Inspiration für mich ist. Und es ist bedauerlich, dass seine Arbeiten zum Phänomen des Bewusstseins immer noch auf eine Übersetzung warten. Nun, es wird uns beigebracht, dass der beste Weg, die Welt zu erklären, die Wissenschaft sei. Doch damit wird jede andere Form des Weltzugangs für spekulativ, für naiv und gefährlich abqualifiziert. Ja, ich bin fasziniert von den Errungenschaften und Möglichkeiten der Wissenschaft. Doch fühle ich auch, dass es da noch etwas viel Tieferes gibt, das sich in diesem anderen Bereich des Spirituellen verbirgt, der Mystik und des Mythos. Warum soll es per se unmöglich sein, die rational-wissenschaftliche Sicht und die spirituelle Weisheit zu einem ganzheitlichen Verständnis zu verbinden? Und natürlich haben sich daran schon große Natur- und Geisteswissenschaftler versucht, darunter erstaunlich viele Physiker wie Pauli, Einstein, Heisenberg oder sein Schüler Dürr. Es ist die große intellektuelle Herausforderung unserer Zeit. Denn die Versöhnung von Wissenschaft und Spiritualität würde eine in der Renaissance begonnene Spaltung der menschlichen Kultur heilen. Das Problem ist nur, dass sie sehr unterschiedliche Dinge feststellen. Die Spiritualität behauptet, dass wir unsterbliche Seelen sind, auf einer höchst sinnvollen Reise durchs Leben. Die Wissenschaft hingegen behauptet, dass wir kluge Affen in einem zufällig entstandenen Kosmos sind, die gerade genug leben, um zu sagen, wow, was zum Teufel, und dann sind wir tot. Welche spirituellen Ideen bringen uns also weiter? In einem Kontext der Evolutionswissenschaft, der nach aktuellem Wissensstand besagt, dass das Universum und alles darin sich vor 13,8 Milliarden Jahren entwickelt hat. Aus Wasserstoff und Helium und diese primordialen Gase sich in uns verwandelt haben. Und das ist absolut verblüffend, dass wir auf diese Basis eine neue Art und Weise der Betrachtung dessen finden, was in der Spiritualität Seele genannt wird. In den ersten 10 Milliarden Jahren Evolution entstand das physische Universum, dann das Leben und dann etwas, was wir Psyche nennen, in der wir Gedanken, Erinnerungen und Träume erleben. Das Wort Psyche ist die griechische Bezeichnung für die Seele und zugleich auch der Begriff für Schmetterling. Nimmt man mal alle theologischen Überlagerungen weg, erkennt man die alte Lehre, dass wir Körper und Seele sind. Eigentlich ist das offensichtlich, indem jeder von uns sich das genau jetzt klar machen kann. Mach dir bewusst, dass du gerade einen Fluss von Empfindungen erlebst. Du betrachtest dieses Video, du hörst mir zu. Und das ist die sensorische Welt des Körpers. Aber gleichzeitig erlebst du dann noch etwas anderes. Einen Fluss von Gedanken und Vorstellungen, Imagination. Und das ist die Psyche oder Seele. Und jetzt kannst du etwas Bemerkenswertes erkennen, was wir eigentlich für selbstverständlich halten. Die Inhalte der Psyche oder Seele sind nicht aus Materie gemacht, existieren nicht in der materiellen Welt. Also können wir doch sagen, und das ist jetzt wirklich interessant, primitive Materie hat sich zu einer immateriellen Psyche oder Seele entwickelt. Die Wissenschaft geht davon aus, dass die Psyche eine Blase von Vorstellungen ist, die irgendwie
im Gehirn produziert wird. Für die Spiritualität ist die Psyche eine vollständige, nicht materielle Dimension der Existenz. Und sie hat viele Namen. Die Tibeter nennen sie das Bardo, die Sufis bezeichnen sie als die imaginären Reiche. Es ist die Imagination, nicht als etwas Unwirkliches, wie es die Wissenschaft sieht, vielmehr die Vorstellung als eine transzendente Ebene der Wirklichkeit. Tim Freak schlägt also vor, die Möglichkeit zuzulassen, dass die Spiritualität richtig liegt. Dass also die Psyche oder Seele eine nicht materielle Dimension ist. Aber wenn traditionell diese Dimension der Seele als ewig existierend aufgefasst wird und wir aus ihr herausgefallen in der materiellen Welt gelandet sind, wie es zum Beispiel die Gnostiker überliefern, gehen wir einfach mal von der Annahme aus, dass sie einen evolutionären Prozess durchgemacht hat, wie alles andere auch. Unbelebte Materie entwickelte sich in der Ökologie des Lebens, die sich zu einer Ökologie der Psyche oder Seele entwickelt, in die imaginären Reiche. Und hier ist die erste radikale Idee. Ich lade euch ein, bitte mal darüber nachzudenken, dass die Psyche sich durch einen evolutionären Prozess als eine immaterielle Dimension der Existenz entwickelt. Erst aus dieser erweiterten Perspektive heraus können wir die Idee verstehen, dass wir uns auf einer sinnvollen Reise durch das Leben befinden. Kannst du in der sinnlich erfahrbaren Welt der Biologie einen Affen sehen, der lustige Kleidung trägt und komische Geräusche macht? In der Dimension der Seele haben diese lustigen Laute überhaupt keine Bedeutung. Auch deren Schallwellen nicht. Die Bedeutung existiert in der Seele. In der materiellen Welt sind die Dinge durch Kausalität miteinander verbunden, aber in der Psyche sind die Ideen durch Bedeutung verbunden. Sie formen konzeptionelle Narrative, die in der Welt der Sinne durch Mythen vermittelt wird. Und wir können noch mehr Interessantes herausfinden. Eben eine kausale Ebene der Realität hat sich zu einer narrativen Ebene der Realität entwickelt. Und das ist der Grund, warum wir unser Leben als Geschichten erfahren. Deshalb teilen wir unsere Geschichten, wenn wir uns begegnen. Hallo, wie geht es dir? Wissenschaft ist absolut genial darin, uns zu helfen, Kausalität zu verstehen. Aber sie kommt nicht an diese narrative Ebene heran. Und das ist so, als wenn du jemandem eine DVD mit einem Film darauf gibst und ihn bittest, dir zu sagen, was er davon hält. Und derjenige, der kommt dann wieder und sagt, nun, ich habe das sorgfältig studiert. Es handelt sich um einen Träger digitaler Information, mit dem man Pixel auf einen Bildschirm projizieren kann. Ihr seht, worauf das hinausläuft. Was hältst du von der Geschichte auf der Scheibe? So in etwa funktioniert reduktionistische Wissenschaft. Spiritualität sagt jedoch, deine Geschichte ist von höchster Bedeutung. Und was mit dir geschieht, passiert nicht zufällig. Das Leben zeigt dir etwas, es führt dich und lehrt dich etwas. Seltsame Synchronizitäten ereignen sich wie Risse in der Matrix, die auf eine versteckte Bedeutung hinweisen, auf etwas, was wirkt wie ein Traum. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass du das selber für dich schon erlebt hast, weil es unglaublich oft vorkommt. Was passiert also, wenn das Leben magisch wird? Tim Freak geht davon aus, dass diese erzählerischen Dimensionen beeinflusst, was mit uns geschieht, indem sie unsere Geschichte auf sinnvolle Weise gestaltet.
Dass also das Erzählen eine natürliche Funktion des Universums ist, genauso wie die Schwerkraft. Nennen wir es Narrativität. Es formt das Narrativ unseres Lebens. Und Tim berichtet aus einem Ereignis aus seinem Leben, als ihm während seines Studiums über den ägyptischen Gott Osiris, ein schweres Buch, auf einem Regal auf den Kopf krachte und sich vor ihm aufschlug. Den Fall des Buches konnte er sich mit Kausalität erklären, denn in dem Moment fuhr draußen ein Güterzug am Haus vorbei, der die ganze Wohnung erschütterte. Doch das Buch war ausgerechnet Mysterium Conjunctionis von Carl Gustav Jung. Er war es, der den Begriff Synchronizität geprägt hat. Und die aufgeschlagene Seite beginnt mit einer Passage, in der Jung Osiris anspricht. Also das ist Narrativität, die einen bedeutsamen Moment in Tims Geschichte schuf. Manchmal lässt die Traumdimension das Leben aussehen wie ein Traum. Aber wie können Narrativität und Kausalität interagieren? Stellt euch folgende Analogie vor. Eine der erstaunlichsten Erkenntnisse der modernen Physik ist, dass die solide Welt nicht das ist, was sie zu sein scheint. Und auf einer sehr primitiven Ebene müssen wir Materie als Information verstehen lernen. Was sich also seit 13,8 Milliarden Jahren entwickelt hat, ist Information. Und heute erschaffen wir in Computern durch Informationen virtuelle Realitäten. Wir bedienen uns des Binärcodes, um fantastische Spiele zu erschaffen, um damit Geschichten zu erzählen. Und all diese Informationsebenen interagieren zusammen als ein integrales Ganzes. Warum sollte sich im entwickelnden Universum nicht Ähnliches ereignet haben? Eine materielle Ebene von Informationen hat sich zu einer narrativen Informationsebene entwickelt und all das ist als integrales Ganzes miteinander verbunden. Und hier nun die zweite radikale Idee. Die narrative Dimension kann das, was mit uns geschieht, beeinflussen, indem sie unsere Erfahrung sinnvoll macht. Und das ist magisch. Das bringt uns zur Unsterblichkeit der Seele. Wie können wir diese immerwährende Idee im Licht dieser neuen Sichtweise also nun verstehen? Die Wissenschaft sagt, wenn der Körper stirbt, stirbt auch die Psyche. Die Spiritualität sagt, wenn dein Körper stirbt, hört deine Erfahrung von Empfindungen auf. Aber du wirst die Erfahrung der Imagination fortsetzen. Denn das ist deine Psyche, deine Seele. Und genau das ist die Beschreibung, wie Hunderttausende ihre Nahtoderfahrungen schildern. Diese Erfahrungen klingen wie Träume, weil sie es sind. Aber sie sind nicht unwirklich. Sie sind real als eine tiefe Erfahrung der auftauchenden Ebene der Realität, die die imaginären Reiche sind. Ein gemeinsamer Traum, den die australischen Ureinwohner die Traumzeit nennen. Wenn der Körper stirbt, geht die Seele tiefer in diesen Traum ein. Aber wie kann die Psyche ohne den Körper existieren? Gehen wir nochmal zu dieser Allegorie des Computers zurück. Wenn wir Computer bauen, wollen wir die Informationen auf der Festplatte nicht jedes Mal verlieren, wenn der Rechner abstürzt. Und so kamen wir auf die sehr clevere Idee, die Daten lokal auf dem Rechner zu haben und gleichzeitig, nicht lokal, in eine Cloud hochzuladen. Wenn der Computer stirbt, existieren die Informationen immer noch in der Cloud. Tim Freed nimmt an, dass sich das entwickelnde Universum
einen Weg fand, um sicherzustellen, dass deine Geschichte nicht mit dem Tod des Körpers endet. Denn du existierst gleichzeitig als Information auf der materiellen Ebene der Biologie und auf der nicht-materiellen Ebene der Seele. Was bedeutet, wenn der Körper stirbt, existiert die Psyche noch in der Seelendimension weiter. Sowohl der Tod als auch die Unsterblichkeit sind für den Evolutionsprozess notwendig. Der Tod ist essentiell für die Entwicklung der Arten. Er räumt mit dem Alten auf, um Platz für Neues zu schaffen. Aber mit der Evolution der Seelendimension scheint es, dass sich diese Agenda ändert. Dann wäre die Evolution nicht mehr in erster Linie die Evolution der Arten, sondern die Evolution von Individuen. Der Tod ist großartig für die Evolution der Arten. Und der Tod ist nicht so großartig für die Evolution der Individuen. Aber mit der Entstehung der Unsterblichkeit, der Psyche, bedeutet dies, dass individuelle Seelen sich nach dem Tod des Körpers weiterentwickeln. Und das ist die zentrale Idee in so ziemlich jeder spirituellen Tradition. Hier nun die dritte radikale Idee. Leben und Tod entwickelten sich zu einer unsterblichen Seele weiter. Die Essenz dessen, was Tim Freak vorstellt, ist eine Erweiterung unserer modernen evolutionären Kosmologie auf eine Art und Weise, die Wissenschaft und Spiritualität vereinen kann. Die Evolutionstheorie ist eine monumentale Errungenschaft, denn sie bringt unser Verständnis von allem zu einem einzig großen Narrativ zusammen. Sie begann mit der atemberaubenden Erkenntnis, dass alles Leben sich entwickelte. Und dann mit der Urknalltheorie, die vor über 100 Jahren uns erkennen ließ, dass es eine vorherige Phase der Evolution gab. Nun sollten wir uns klar machen, dass es eine dritte Phase der Evolution gab, die genauso bedeutend ist. Nach der Entwicklung des Lebens folgte die Entwicklung der Seele in einer eigenen Dimension. Wenn es vorher so schien, dass Wissenschaft und Spiritualität absolut inkompatibel seien, erkennen wir jetzt, sie sind komplementär, weil sie sich an verschiedene Ebenen der Evolution wenden, in einer gleichen großen Erzählung. Und lasst mich mit folgendem Gedanken schließen. Bei all den großen Entdeckungen fühlen wir aktuell mehr als je zuvor, dass die Menschheit nun ihren Weg verloren zu haben scheint. Unsere alten religiösen Ideen erscheinen uns irrational und überaltert. Und unsere Wissenschaft ist sehr mächtig, aber wortwörtlich seelenlos. Wir brauchen dringend ein neues Verständnis der Existenz, das uns sowohl informieren als auch inspirieren kann. Als Verbindung von wissenschaftlicher Erkenntnis und spiritueller Weisheit. Diese neue philosophische Sichtweise auf die Evolution kann eine Grundlage sein für einen Paradigmenwechsel, der zukünftig eine andere Weltanschauung ermöglicht. Wir sind ja aktuell noch längst nicht angelangt, aber ein neues Verständnis auf unsere Realität wird kommen. Und wenn sie kommt, wird sie die Art und Weise, wie wir die Welt sehen und unser Leben leben, vollkommen verändern. Und das wird so bedeutend für die menschliche Kultur sein, wie die Entwicklung der Wissenschaft es war. Vielleicht sogar bedeutender. Macht's gut und bis bald.